Roter Teppich, schicke Kleider und jede Menge Frauenpower gab es bei der Verleihung der Victress Awards in Berlin. Eine Ehrung für führende Frauen und erfolgreiche Unternehmerinnen, die für Authentizität, Führungsstärke und Weiblichkeit stehen. So viel Feminität. Manifestiert sich das männliche Geschlecht zur unterlegenen Konkurrenz? Die Award-Gäste sind da geteilter Meinung. Diese im Grundgesetz verankerte Gleichberechtigung noch nicht so wirklich erreicht ist. Also mir fällt ja jetzt nur gerade die Bezahlung von Männern und Frauen ein, die ja immer noch ein bisschen schwammig ist. Frauen verdienen grundsätzlich weniger als Männer. Und das ist so ein Punkt, den ich jetzt nicht so gut finde. Also ich glaube, Männer sollten nicht einfach sich als die Unterlegenen im Geschlechterkampf bezeichnen. Wir haben nämlich noch lange nicht verloren. Ich denke, im Geschlechterkampf sollten wir auch keinen Fußballboden einfach so preisgeben. Ich glaube, Männer können sehr, sehr viel. Wir sind uns aber selber zurückgeworfen worden durch reine Höflichkeit, die wir an den Tag legen. Ohne die Männer können wir nicht. Sie versüßen unser Leben und es gibt sicherlich noch einige Sachen, die wir uns von den Männern abschauen können. Die Victress Awards wurden mittlerweile schon zum 11. Mal verliehen.